Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt dieses Muster zu Ende gebaut für unsere ganzen Schlafsäle. Und bevor wir damit anfangen, beziehungsweise unserer Miner-Zwerge, will ich unbedingt mal ganz schnell was nachgucken. Denn es gab einen sehr hilfreichen Kommentar, dass doch vielleicht unsere Nahrungsstockpiles überfüllen und deswegen oben die Butcher-Shops die Probleme gemacht haben. Also wir hatten hier ganz unten irgendwo auch einen, glaube ich, gehabt. Oder war es nur für Fässer, für Trinken? Ja, das war nur Fässer für Trinken. Richtig? Gucken wir mal kurz rein. Ja, Zwergenwein. 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 Ich sehe ein Muster. Zwergenwein. Dann war die Bemerkung mit immer wieder das gleiche Alkohol trinken vielleicht doch nicht so weit hergeholt. Warum sind hier nur Weinpötte? Ja, komisch. Aber gut, das ist schon mal das Trinken. Wo ist das Essen? Das war oben bei den... Hier. Jungs und Mädels, die ihr hier schön mit dem Kopf in den Fässern hängt. Da sind lauter Tische. Isst doch bitte da. Das ist ein wenig unhygienisch. Und wie die hier rumwuseln, von einem Fass zum nächsten, greifen mal da rein, greifen mal da rein. Mann, Mann, Mann. Na gut, aber ja, das scheint wirklich das Problem gewesen zu sein. Der Stockpile hier ist am Überfüllen. Getränke sind unten auch schon überfüllt. Das heißt, hier oben kommen die Pflanzen rein, da kam das Fleisch rein, aber nicht das eigentliche Essen. So, wir gehen also ganz runter in unseren Keller, wo es ja auch schön kalt sein dürfte. Und bauen jetzt hier einen Stockpile, und zwar für Essen. So, der geht über diese ganze Hälfte und noch ein, der geht über die Hälfte. Kuh drauf, Setting ändern, wir hätten gerne nichts, sondern nur fertiges Essen. Das war der eine und hier hätten wir gerne nichts und nur trinken. P und P. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Das heißt, alles, was jetzt an Überschuss da ist, dürfte hier runtergetragen werden. Ich warte mal ganz kurz, ob jemand kommt. Und ja, da kommen schon die ersten Zwerge an. Die ersten vielen Zwerge. Also ja, vielen lieben Dank nochmal für den Kommentar. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich lasse mich ja immer zu leicht von anderen Sachen ablenken. Die Blöcke sind okay. Also, das Nahrungsproblem haben wir damit anscheinend gelöst. Beziehungsweise das Miasma-Problem. Und der doofe Gerogon hat wieder was verlangt. Was will er denn? Zwei Crossbows. Oh, das soll er haben. Wir hätten gerne Wooden Crossbow. Zwei Stück. Und wo wir gerade mal auf dem Noble Screen gewesen sind, was haben wir da noch so? Der Militia Commander ist inzwischen das Kind Buntefuß. Ich denke nicht, Tim. Wir haben keinen Hammerer-Zwerg, wir haben keinen Captain of the Guard und wir haben keinen Champion. Okay. Vielleicht haben wir deswegen keine Gewaltprobleme, weil wir keinen Hammerer-Zwerg haben. Aber ja, Buntefuß müssen wir auf jeden Fall mal umbenennen. Der dürfte schon seit einer Weile erwachsen sein. Buntefuß, wo bist du? Der Name ist ja recht lang. Aber wir haben inzwischen so viele Leute. Leberfresel. Vollop. Ah, da ist Buntefuß. So, du, V, Y, N, du bist jetzt, wenn er zur Militia gehört, müsste er ja eigentlich ein Hammerer sein, oder? Ich gebe ihm einfach mal einen Hammerer-Job. So. Und dann gucken wir mal auf unser Militärtrupp. Da sehe ich keinen, der mit B anfängt. Aber ich sehe zwei freie Plätze. Freie Plätze sind nicht gut. Die werden gleich mal gefüllt mit, da ist doch Buntefuß. Wenn du schon der Anführer sein willst, dann musst du auch mitkämpfen. Und sterben, wie sich das gehört. Der Raum muss natürlich wieder frei werden. Alle paar Folgen. So, und hier Nereos nimmt den zweiten Slot. Allgemein haben wir ja so viele Migranten bekommen, dass wir auch locker einen zweiten Hammerer-Trupp jetzt aufstellen könnten. Aber das bringt noch nichts. Wir müssen erstmal das hinbekommen, dass wir alle die Rüstung haben, dass alle auch die richtige Rüstung tragen. Und dass wir dann den Danger Room benutzen können. Apropos Danger Room, mal ganz kurz hingucken. Nee, gut. Ich dachte, ich hätte vielleicht den Trupp da irgendwie stehen lassen. Die letzten drei Folgen. Und dann wären die wieder grumpig geworden. Aber S-Shift-A, die haben keine Befehle. So soll es sein. Also, vorerst. Hier unten.
Ich habe immer den Verdacht, dass das Granit irgendwann ausgeht. Deswegen heben wir nochmal die Dinger hier aus. Und dann machen wir jetzt auch einfach da. Mache ich kurz mit der Maus. Da, da, da. Die Öffnungen sollen alle wohin gehen? Alle mal zu dem mittleren Gang hier. Das heißt, da noch eine Öffnung, da noch eine Öffnung, da noch eine Öffnung. Und da wird die Tür da. Nee. Symmetrie. So, und euch heben wir alle aus, denn wir brauchen Granit. Vor allem auch für die ganzen Schlafräume, die wir oben jetzt ausgehoben haben. Die können wir ja von vornherein gleich mal mit Granit auslegen, bevor wir da anfangen, die Kabinetts reinzustellen und die Betten reinzustellen und die Türen und was weiß ich. Damit das einigermaßen einheitlich ist und damit da keine Pilze, Moose und andere Sachen wachsen. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, das reicht erstmal an Granit. Und unsere Miner dürfen sich hier eigentlich erst ranwagen, wenn sie oben die Schlafzimmer ausgeräumt haben. Also, freigeräumt. Wie schaut's aus? Boah, sind die fix. Aber ja, ist ja auch nur Lehm. Da kommen die richtig schnell durch. Also fangen wir mal kurz an. Ich werde jetzt nicht alles on camera machen beim Aufnehmen. Aber nur mal so einen kleinen Ansatz. Da. Denn allein das Granitblöcke raussuchen dauert viel zu lange. So. Und so machen wir es halt in allen Räumen. Und eigentlich erstmal in den Gängen. Weil wenn da ein großer Pilz wachsen würde, wäre das echt tödlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde das garantiert irgendwann übersehen. Und die Leute kommen dann nicht aus ihren Zimmern raus und verhungern und verdursten da elendig. Das wäre nicht so schön. Also die Hauptgänge alle einmal auslegen, bitte. So, da wächst nämlich schon der erste Pilz. Und da unten der nächste. Habe ich genau gesehen. So. Gut, das soll erstmal reichen. Habt ihr auch wieder was zu tun. Und das Holz ist inzwischen ja primär aus den... Oh, so viel zum Holz. Ich wollte gerade sagen, das Holz ist ja momentan primär aus den Pilzen, also weiß und gelb. Habe ich ungern Betten draus. Heißt, wir müssten auf eine Karawane hoffen. Oder halt anfangen, alle Betten aus einem gelben Holz zu machen. Und hoffen, dass wir irgendwann genug Holz davon haben. Allgemein haben wir zu wenig Holz. Das könnten wir ändern, indem wir einfach hier Holz hacken gehen. Oder unten. Aber jedes Mal, wenn wir bisher rausgegangen sind, ist irgendwas Schlimmes passiert. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, wir reduzieren einfach unseren Holzbedarf. Wir stellen nichts her, was wir nicht unbedingt brauchen. Und machen diese Aktion draußen erst dann, wenn... Mal ganz kurz die Nachrichten angucken. Schon wieder irgendwas gebannt. Ja, aber wir gehen erst raus, wenn unser Miliztrupp fertig ist. Apropos Miliztrupp fertig, was sagen unsere Jobs? Unsere Jobs sagen lauter Steinmetzaufträge. Was sagen unsere Stockpiles, was die Barren angeht? Dann können wir ein bisschen Rüstung wiederherstellen. Barren da unten. Wir haben jede Menge Gold, jede Menge Kupfer. Ein Stahlbarren. Ja, ist nicht mehr geworden, komischerweise. Aber wir haben inzwischen 57 Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir könnten irgendwas Kleines mit den Stahlbarren herstellen. Aber nee, komm, das lohnt nicht. Kupferbarren. Ich bin versucht, jetzt die Rüstung, die die Zwerge sonst nicht anziehen, einfach mal aus Kupfer herzustellen. So 10-mal. Ja, komm. Für den Trainingsraum reicht es auf jeden Fall. Also, wir hätten jetzt gerne Copper Helm. 10 Stück. Wir hätten gerne Copper Highboot. 10 Stück. Wir hätten gerne Copper Breastplates. Tragen sie ja fast immer alle. Legplates. Leggings? Warum heißen die bei Copper Leggings? Die müssen eigentlich Legplates heißen. Oder habe ich da gerade irgendwas falsch im Kopf? Na gut. Leggings. 10 Stück. Und damit müsste unsere Bronze eigentlich schon alle sein. Denn die Leggings werden auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Barren brauchen. Aber ja, ist ein guter Anfang. Und schaden sollte es nicht. Ich guck mal nur ganz kurz in die Stockpiles nochmal rein, weil wir haben ja schon recht viel Rüstung von den Goblins. Und es wäre jetzt albern, wenn wir Rüstung herstellen, die von den Goblins droppen. Also ganz kurz, Legwear ist mal wieder nicht nach Metall sortiert. Das ist ärgerlich.
Leder, 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 Leder. Ich sehe wieder kein... Ah doch, da. Eisen. Eisen Greaves. Die heißen nicht Leggings. Steel Chain Leggings. Und Bismuth Bronze. Also dieser kleine Bereich hier, die vier Felder, ist wohl die Metallabteilung dieser Liste. Bei den anderen waren die irgendwie immer ganz oben, aber hier ist sie mittendrin. Na gut, aber wir haben wohl keine Copper Leggings, das ist schon mal gut. Wie schaut es mit dem Helm aus? Es müssten sehr viele sein. Vielleicht kann ich sie daran erkennen. Da ist schon mal Dog Leather Hoods, das ist sehr gut. Auch wenn ein paar davon komischerweise verboten sind. Das ist nicht so gut. Ah, die werden wahrscheinlich draußen sein. Na gut. Eisenhelm 12. Copper Caps haben sie sehr viele. Aber Cap schützt nicht so gut. Also ja, Copperhelm können wir auch herstellen. Steel Cap schmelzt sich mal ein. Iron Cap natürlich auch. Steel Helms haben wir nur 2. Ja, soweit so gut. Und Schuhe. Da hatte ich High Boots in die Auftragsliste gegeben. Und wir haben... Das ist Legwear. Wo ist Footwear? Da ist Footwear. Wir haben... Copper High Boots, viel zu viele. Gut. Die kommt gleich wieder raus. Copper High Boots, einmal Air Remove. Also Helme und Leggings. Fürs Erste. Und dann gucken wir, wie viel Kupfer noch übrig ist und was wir noch so brauchen. Aber erstmal die Schmiede beschäftigen, dass wir was zu tun haben. Apropos zu tun, wir haben jetzt 66 Arbeitslose. Das könnte zu Schlägereien führen. Und warum hat der Mechaniker und der andere Typ da ein Schweinchen in ihrem Zimmer? Oh gut. Oh, da fällt mir was ein, apropos Haustiere. Es gab eine Frage, ob der Gandalf immer noch sein Hühnchen hat. Das ist eine berechtigte Frage. Und dem gehen wir mal kurz nach. Erstmal gucken, ob der Gandalf überhaupt noch lebt, aber... ja. Da ist der Gandalf. Koch. Stellt gerade etwas her. Ja, die Küche sind irgendwie recht langlebig. Ich meine, Eva und LP und Liberty the Night waren aus der ersten Generation von Zwergen. Und die sind immer noch fleißig am Kochen und Brauen. Aber ja, Gandalf. C, zoom to creature. Wo ist er denn? Da ist Gandalf. Ich sehe aber kein Haustier. Ist wahrscheinlich schon eine Altersschwäche gestorben. Die Tiere müssten eigentlich hier... Wo sind die ganzen Haustiere hin? Cat Tame. Aber steht nicht, zu wem sie gehören. Hier sind andere, aber das sind unsere ganzen Goblins. Und das sind die Toten. Sehr viele Tote, 540 Stück. Okay, das meiste davon sind Hundewelpen, aber trotzdem. Und zu den Bürgern gehören die wohl nicht. Na gut, dann gucken wir mal einen anderen Stockpile. Z. Animals. Ah, hier sind sie, sehr gut. Also, Liberty the Night hat inzwischen eine Katze als Haustier. Dafür gehört er eigentlich gleich ausgepeitscht. Leberfriesel hat ein Truthahn. Taiba hat auch eine Katze. Weibliche Katze? Weibliche Katze. Na, Gott sei Dank. Gehört aber auch ausgepeitscht. So. Die Namenlosen hier haben... Krimskrams. Der unaussprechliche Dritte hat einen Hahn. Was zur Hölle? Liberty the Night hat die Katze. Und ich scroll mal runter. Liberty the Night hat nochmal eine Katze. Und zwar eine männliche. Willst du mich umbringen? Du züchtest Katzen. So, die beiden Kätzchen müssen erstmal geschlachtet werden. Bevor da irgendwas weiteres passiert. Und dann müssen wir uns das anfallen lassen, wie wir einem unserer ältesten Zwerge die Haustiere wegnehmen, ohne dass er durchdreht und unser Essen vergiftet. Oder unser Alkohol, was noch schlimmer wäre. Aber ja, ich sehe nichts von Gandalfs Kätzchen oder was auch immer er hatte. Ich glaube, er hatte irgendwie ein Federvieh, ein Huhn oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es weg. Damit hätten wir die Frage auch beantwortet. Und wie schaut unten der Stockpile inzwischen aus? Okay, ich hätte irgendwie mehr erwartet. Aber, na gut. Gucken wir nochmal
mal hoch, ob hier auch weiter fleißig produziert wird. Essen wird hergestellt, Essen wird hergestellt. Kein Alkohol wird hergestellt, weil wir nicht genug Töpfe haben. Rockpots sind bestimmt nur noch eine Liste. Nee, sind sie nicht. Wir haben irgendwie viel zu wenig Masons, kann das sein? Doch da ist der Rockpot. Na gut, müssen wir einfach werkeln lassen. Aber das soll es auch für diese Folge erst einmal gewesen sein. Nochmal ganz kurz einen Blick auf die Nachrichten. Und der Koch stellt andauernd Meisterwerke her. Das ist doch sehr schön für die Moral, denke ich mal. Geo hat wieder was gebannt. Er ist ein Koch geworden. Nö, nichts Schlimmes. Keine neugeborenen Kätzchen. Alles gut. Also sehen wir uns dann nächste Folge.